Hallo, hier ist der Steven vom SupportNet und heute zeige ich euch ein neues Bildbearbeitungsprogramm von FreeStudio DVD VideoSoft. Dazu gehen wir in die Foto- und Bilderkategorie und heute machen wir einfach mal aus einem normalen 2D-Foto ein 3D-Foto. Dann gehen wir hier auf Free 3D Photomaker. Jetzt bringt er uns einen Hinweis, Sie brauchen die und die Brille, um die Ausgabebilder anzuschauen. Das ist natürlich Voraussetzung. Gut, jetzt wird schon ein bisschen komplizierter. Wir nehmen jetzt einfach mal diese Standardbilder, die er uns hier vorgibt, um das Ganze zu erklären. Wir können jetzt selber noch sagen, wir wollen für das linke Auge ein anderes Bild wählen. Neue Version wollen wir jetzt nicht installieren. Oder für das rechte nochmal ein anderes Bild. Wir können die Sache, dann erscheinen die natürlich hier links und rechts. Wir können auch sagen, wir machen das Ganze nur mit einem Bild. Dann geht es aber auch nicht mit jedem Algorithmus. Also wieder raus. So, wie ihr sehen könnt, wenn wir das jetzt umstellen, dann vertauscht er das für jedes Auge. So, jetzt mal schnell, damit ihr die Veränderung seht. Gut, wir können jetzt natürlich sagen, wo er das Ganze ausgeben soll und wie er das benennen soll. Wir können uns die Vorschau anzeigen lassen und was ganz wichtig ist, wir müssen vorher den Algorithmus festlegen. Viele kennen noch aus ihrer Jugend die Rot-Cyan-Brille. Das wäre praktisch diese rote und grüne Brille. Wenn wir die aufsetzen würden, würde uns das Video praktisch mit so roten, grünen Linien machen. Oder wir nehmen natürlich die modernen 3D-Brillen, die es jetzt auch schon gibt. Je nachdem, was ihr habt, müsst ihr hier das einstellen. Gut, wir haben jetzt noch die Optionen, aber hier haben wir nur die Sprache und wir können hier nur auf Updates überprüfen. Mehr ist hier auch wirklich nicht zu beachten. Ganz einfach und simpel einzustellen, Bilder auswählen, den Modus auswählen und sagen 3D erstellen. Das war's schon. Gut, dann viel Spaß beim Ausprobieren.